kann man Patientinnen mit einer Essstörung definieren? Wann sprechen wir da von einem pathologischen Zustand? Und betrifft das mehr Männer oder mehr Frauen? Also die Körperschemastörung ist für uns der Kern der Erkrankung, das von hohem psychologischem, psychiatrischem Interesse und etwas, was auch ganz schwer zu verstehen ist. Man muss sich das so vorstellen, dass die Mädchen mit Magersucht, obwohl sie extrem untergewichtig sind, also dünner als 90% oder 99% der Mädchen im gleichen Alter, dass sie sich trotzdem ganz unförmig und fett und hässlich und eklig fühlen. Und das ist auch für unsere Familien schwer zu verstehen. Oft ist es so, dass ich mit Vätern zusammensitze, die sagen, meine Tochter, die muss doch nur essen, warum tut sie das denn nicht? Das wäre doch alles so einfach. Und der Grund ist die Körperschemastörung. Wenn wir uns ganz dick und eklig und hässlich fühlen würden, würden wir wahrscheinlich auch eher eine Diät machen, als weiter zu essen. Ja, das ist so das Pudelskern bei der Erkrankung. Gut, Körperschemastörung. Dazu kommt die Gewichtsphobie, so nennen wir das, die Angst zuzunehmen. Das ergibt sich natürlich einfach nur daraus. Und dann haben wir aber auch auf der medizinischen Ebene klare Symptome, nämlich hormonelle Störungen. Und bei Mädchen und Frauen macht sich das durch das Ausbleiben der Regelblutung bemerkbar. So definiert sich also eine Magersucht. Jetzt kann man auch sagen, wie häufig das ist. Also bei jungen Frauen ist das ungefähr in 1% der Fälle der Fall, dass die Diagnosekriterien getroffen werden. Solche Gedanken oder Einzelsymptome haben natürlich eine viel größere Anzahl von Mädchen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, 10-20%. Warum betrifft das mehr Mädchen als Jungs? Ja. Das ist in der Regel eine interessante und noch nicht ganz geklärte Frage. Eine Frage, die eng damit zusammenhängt, ist ja, warum tritt das erst in der Pubertät oder mit Beginn oder kurz vor der Pubertät in der Regel auf? Und da ist auch schon ein Teil einer möglichen Antwort enthalten, nämlich, dass es da auch vermutlich hormonelle Trigger gibt. Aber hundertprozentig wissen wir das nicht. Und bei Bulimie ist es auch so, dass es da keine so starke Verschiebung zugunsten der Frauen gibt, sondern da ist es in epidemiologischen Studien sogar so, dass Männer fast gleich häufig betroffen sind. Nur kommen die Männer noch viel seltener in Behandlung. Und bei Ihrer Arbeit haben Sie tatsächlich feststellen können, dass es sich Hirnstrukturen verändern bei so einer Essstörung? Ja, das ist an sich jetzt etwas, was schon länger durchaus vermutet wurde, was man auch ab und zu vom Radiologen bescheinigt bekommt, wenn wir eine MRT-Aufnahme machen. Also mit bloßem Auge ist es teilweise schon zu sehen. Und so ganz verwunderlich ist es ja auch nicht, denn eine extreme Unterernährung macht sich am ganzen Körper sichtbar. Die Haare werden dünn und strohig, fallen aus, die Haut wird rau, die Knochen schrumpfen oder der Knochenaufbau vermindert sich und so betrifft es natürlich auch das Gehirn. Wir haben das Ganze mit einer sehr sensitiven neuen Methode angeschaut, wo wir kortikale Dicke tatsächlich messen konnten, also quasi in Millimeter. Und was uns dann doch ein bisschen überrascht hat, ist, wie massiv dieser Befund ist, nämlich einerseits massiv in dem Sinne, dass er über das ganze Gehirn verteilt ist, es gibt kaum Areale, die ausgespart bleiben, und dann, dass er vergleichbar ist, einer Schrumpfung, wie man es ja auch bei Alzheimer zum Beispiel findet. Ja, da weiß jeder, ja, da verändert sich das Gehirn, und da hat man auch extreme kognitive Einbußen. Unsere Mädchen haben auch leichte Einschränkungen, aber längst nicht so wie bei Alzheimer. Das ist auch das Interessante an dem Befund. Und das Spannendste ist eigentlich, dass mit einer erfolgreichen Therapie, mit einer Gewichtszunahme, sich das alles zurückbildet und so wie wir es jetzt gemessen haben mit dieser Methode, bei diesen relativ jungen Patienten sich sogar vollständig zurückbildet. Das ist eine gute Nachricht, denke ich, für alle Familien und Patienten und auch Therapeuten und Ärzte, dass sich Therapie lohnt.